Vor einem Gericht in der kanadischen Stadt Vancouver hat am Montag die formelle Anhörung im Fall Meng Wanzhou begonnen. Kanada prüft seit Monaten, ob die Managerin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei an die USA ausgeliefert oder freigelassen werden soll. Die Tochter von Huawei-Firmengründer Ren Zhengei war im Dezember 2018 in Vancouver auf Ersuchen der USA festgenommen worden. Die USA werfen ihr Betrug und den Bruch der Sanktionen gegen den Iran vor. Außerdem verdächtigen die USA Huawei, ihre Netzwerktechnik für Spionage einzusetzen. Die in Kanada gegen Kaution auf freiem Fuß stehende Meng bestreitet das und will sich gegen die Auslieferung wehren. Experten zufolge kann es Jahre dauern, bis die kanadischen Gerichte eine endgültige Entscheidung getroffen haben. Die Festnahme hat zu einer Krise in der Beziehung zwischen Kanada und China geführt. Die chinesische Regierung sagt, die Festnahme sei politisch motiviert und nahm ihrerseits zwei kanadische Staatsbürger fest.